herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Tieferlegungsgolf sozusagen. Wir haben jetzt die Federn eingebaut, ungefähr schon eine Woche gefahren. Das Fahrzeug fährt sich top. Wir sehen hier eine dezente Tieferlegung vorne. Ich schätze mal so um die 3,5 bis 4 cm an der Vorderachse. Und an der Hinterachse ist es ein bisschen mehr, so wie Eibach angegeben. Da hat man sozusagen eine Tieferlegung von 4 cm. Und ja, das Ganze war ganz einfach, wie ihr im ersten Teil gesehen habt, vom Einbau. Und optisch würde ich sagen, so könnte eigentlich der Golf original auch sein und ausgeliefert worden sein. Und ja, genau. Also nächster Step sozusagen jetzt beim Daily wäre neue Felgen vorne und hinten. Da bin ich noch am Überlegen, 19 oder 20 Zoll. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen, was da am besten ist oder was da am besten passen würde. Und genau, wir werden das dann natürlich eintragen lassen auf der Landesregierung, weil Elika kein Bock auf Polizeikontrollen und Strafen. Das hat man mit dem anderen Fahrzeug sicher genug. Ja, genau. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt eine kleine Probefahrt, dass ich euch ein bisschen einen Eindruck geben kann, wie fährt sich ein 5er Golf mit Tieferlegungsfedern von Eibach mit dem Pro Series Kit. Und was hat sich verändert vom Fahrverhalten und was ist positiv, was ist negativ? Und ich hätte gesagt, hauen wir sich ins Fahrzeug, fahren eine Runde und schauen, was so geht. So, wir sind im Fahrzeug angekommen. Wir fahren jetzt eine kleine Runde, um euch ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie sich das Fahrzeug so fährt. Was ist mir bis jetzt positiv aufgefallen, dass es irgendwie besser vom Komfort geworden ist. Wie kann man sich das grundsätzlich vorstellen, dass zum Beispiel so kleine Bodenwellen wie jetzt einfach nicht mehr so hart sind. Am Anfang war das sehr stramm mit Komfort über das Fahrzeug. Das Fahrzeug war ja extrem hoch am Anfang und somit war auch die Härte ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf der härteren Seite vom VW abgestimmt. Und das hat sich schon positiv verändert, dass das Fahrzeug jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ruhiger geworden ist beim Fahren. Dass es dämpft schön, gleichmäßig und man hat keine Komforteinbußen bzw. sogar Komfort dazu gewonnen. Vom Lenkverhalten, also von der Lenkkraft, wenn man das Fahrzeug tiefer ist, sozusagen ist der Stabilisator ein bisschen mehr belastet, merkt man eigentlich nichts, auch im Stand nicht, wenn man das Fahrzeug einlenkt und auch beim Fahren merkt man keinen Unterschied. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr positiv. Das nächste, was jetzt positiv ist, geil, das ist limitiert, geil, das ist auf Fahrerstelle limitiert, geil. Exakt, geht nichts. Positiv ist auch, dass das Fahrzeug natürlich von der Optik her schon einiges tiefer geworden ist als Serie. Also Serie glaubt man ja, es könnte als Geländewagen durchgehen, aber jetzt sieht er schon mal aus wie ein normales Auto. Man braucht sich nicht mehr schämen, wenn man mal unterwegs ist und zufällig auf ein Tuning-Treffen stößt oder auf andere Tuning-Leute. Positiv ist auch, dass das Fahrzeug nicht mehr so schwimmt. Das heißt, jeder Lenkbefehl wird eigentlich grundsätzlich sehr gut umgesetzt vom Fahrwerk oder vom Stoßdämpfer und die Feder machen einen sehr guten Job. Gleichzeitig ist das Fahrzeug auch ein bisschen strammer geworden. Das heißt, bei kleinen Unebenigkeiten spürt man die Straße um einiges besser. Man hat jetzt trotzdem die Wurstreifen drauf, die Winterreifen, die natürlich auch sehr viel federn und sehr viel das Fahrzeug noch, ich sage mal, in der Komfortzone lassen. Und auch natürlich da ein bisschen Dämpfung, ja, mitgeben. Was mir bis jetzt negativ aufgefallen ist, das kenne ich zum Beispiel vom Luftfahrwerk her, aber das liegt wahrscheinlich, dass der Stoßdämpfer jetzt einen anderen Arbeitsbereich hat, weil wir ja auf einer anderen Höhe sind, ist ja der Dämpfer nicht mehr in diesem Bereich unter Anführungszeichen abgestimmt. Wie merkt man sowas? Das merkt man zum Beispiel bei Temposchwellen oder bei Schupfen oder bei stärkeren Schlaglöchern auf der Straße. Das Fahrzeug wippt dann so, es federt ein. Und dann normalerweise ist es ja vorbei,
aber das federt dann noch ein, zweimal nach sozusagen. Das heißt, es schwimmt so ein bisschen nach. Das liegt halt daran, dass der Stoßdämpfer halt nicht ausgelegt ist jetzt für solche Unebenheiten bzw. in diesem Bereich, wo der Stoßdämpfer arbeitet. Grundsätzlich, was kann man, oder das Fazit zu den Federn würde ich jetzt einmal sagen, man macht nichts falsch. Es ist um einiges günstiger als wie ein Gewindefahrwerk. Das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Die Federn haben 150 Euro gekostet, alle vier mit Gutachten, also da kann man sich echt nicht beschweren. Es ist auch einfacher zum Eintragen bei uns in Oberösterreich. Da fährt man auf die Landesregierung, kostet 50 Euro und es ist eingetragen. Nochmal ein Pluspunkt, da hat man beim Gewindefahrwerk mehr Kopfschmerzen, weil da muss man zum Zivilguttechniker und das kostet schon mal 500 Euro. Also spart man dann schon einiges an Geld und bekommt trotzdem eine gute Optik für das Geld. Jetzt sind wir bei unserer beliebten kurvigen Teststrecke. Wie verhält sich das Fahrzeug in Kurven? Ich muss sagen, ich hätte mir wirklich mehr erwartet. Liegt wahrscheinlich auch wieder, wie gesagt, an den Reifen, dass die einfach dick sind. Der Schwerpunkt ist um einiges tiefer, das merkt man. Das Fahrzeug ist ein bisschen ruhiger, wenn man jetzt sportlicher fährt und ein bisschen schneller in die Kurve fährt. Aber es gibt mir noch immer nicht so viel Feedback, dass ich sage, ah, das ist schon sportlich. Aber für das, glaube ich, ist einfach eher bekannt, dass es eher vom Hersteller so auf der Komfortzone bleibt. Weil ich kenne auch die H&R-Feder, die sind wirklich für mehr Sportlichkeit abgestimmt. Da hat man natürlich auch mehr Einbußen im Komfort. Und das merkt man natürlich. Bei Eibach ist es so, es ist einfach ein bisschen tiefer und ein bisschen komfortabler. War mir auch sehr wichtig, weil wie gesagt, das Fahrzeug wird jeden Tag von mir benutzt. Eigentlich die meiste Zeit. Und da will ich meinen Komfort beibehalten und nicht sportlich unterwegs sein, weil für das habe ich ja das andere Fahrzeug. Aber für jemanden, der ein bisschen sportlich fahren will, aber trotzdem seinen Komfort behalten will, kann man die Federn auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen. Und wir können ja mal einen Vergleich machen, wenn wir mal ein Gewindefahrwerk einbauen, was da der Unterschied ist sozusagen. Aber das Fahrzeug fährt sich wirklich top. Man merkt keinen Unterschied. Jetzt, dass man vom Komfort irgendwas eingeboost hat. Das Fahrzeug fährt sich auch ganz ruhig. Und ich hätte gesagt, jetzt machen wir einen Daily Carbon. Und ich würde mal sagen, den seht ihr jetzt. That I'm building, I'ma burn them.